still not there.
over the first about the chorus before summer coming to an end, then to the concert with Una for orchestra, some part was lost in the stands. And the Den Lebenswunsch des göttlichen Kolbien Kim Jong-il ununterbrochen den Weg zur Gründung der Nutzungsfestet den höchsten Respekt entgegenbrachten. Kim Jong-il erwiderte dringend ihren herzlichen Jubel. Nach dem Spiel war er zu Nachhinein, da hatten alle Zuschauer erschöpft in schweigenden Gedenken an Kim Jong-il. Auf die Bühne des Konzerts wurden gebracht Sultanskirpatros, darunter Chorgesang, Lächeln der Liebe, Rotlöhe der unvergänglichen klassischen Meisterwerke, Opus des Vaterlandes, meine Mutter, Natalie, Sonnenaufgang über den Fluss der Dongan und die Korea will ich zu Ruhm verhelfen. Trombone, Solo und Chor, Gedanke an Kolbien, Chorgesang, 15. Juni der Wiedervereinigung, ist Chorgesang, der Kolbier lebt als Wende ewig fort. Das Konzert, durch das der unerschütterliche Wille der Armee und des Volkes der D-Verehrer im Kaiser Zusammenschluss und Genossen Kim Jong-un das Vorhaben und Vermächtnis Kim Jong-un auf jeden Fall durchsetzen und ihr unwirksamen Geist nachhaltig demonstriert worden, endete mit dem unsterblichen revolutionären Wortgesang mit Opferchor Kim Jong-un. Nach dem Konzert erwiderte Kim Jong-un wiederum den begeisterten Jubel der auftretenden Zuschauer. Er gab große Zufriedenheit damit Ausdruck, dass die Auftretenden ausgezeichnete Aufführung gegeben hatten, die sich durch den klaren ideologisch-thematischen Inhalt kennzeichnete und das Hauptverstreben unseres Volkes seinen herzlichen Wunsch, brennenden Schwur und festen Willen breitgetreu widerspiegelte und setzte ihren Erfolg hoch. Der verehrte Genosse Kim Jong-un äußerte seine große Erwartung und Überzeugung, dass die Kunstschaffenden und Künstler des UNHCR-Orchesters durch ihre energische Tätigkeit für die Kunstschaffung und Ausführung die Armee und das Volk zum großen Aufschwung beim Aufbau des starken aufblühenden Staates des Lebenswunsches Kim Jong-un ermutigen werden. Zum Tag des leuchtenden Sterns machten die nationale Außenhandelsfirma Al-Bayan, der Generaldirektor der Außenhandels- und beauftragten Baufirma für Baumaterialien, Duki Al-Dabut, und der Generaldirektor der arabischen beauftragten Baufirma in Kuwait, Mohammed H. Al-Bakrodi, den großen Felsen Kim Jong-un geschenkt. Die Geschenke für Kim Jong-un wurden den betretenden Mitarbeitern der DVRK in Quart übergeben. Der Generaldirektor der russischen Nachrichtenagentur Ibaratas, Vitali Ignatjenko, richtete am 16. Februar an Genossen Kim Jong-un den Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee und obersten Führer des koreanischen Volkes einen Brief. Er verwies in dem Brief darauf, dass der große Führer Verhofstadt Kim Jong-il und den Sitzen der Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Ibaratas ewig fortlebe. Weiter wünschte er Verhofstadt Kim Jong-un zum nationalen Festtag Glück, Gesundheit und Erfolge bei der Arbeit. Der indonesische Hokkaidō-Verlag und Druckerei gab am 10. Februar das unvergängliche klassische Werk des hochverehrten Feldherrn Kim Jong-il. Der Kurs auf die Gründung der Revolution ist ein großer revolutionärer Kurs unserer Epoche und ein stetigreiches Banner unserer Revolution in Vorschere heran. Eine Kim Jong-un-Ausstellung zu Ehren des Tages des leuchtenden Sterns
sunt am scos în sobră, în de stat parien, în de aceea ce-i provin, e au niște. În de aostelul calo, roșu, oba, fondă, pecin, jomel, glumen, și fundă sa când pe urmă de cani și în profit, hotel, jom, când jomel, chaipi, am în așa când în anglic. În de aostelul, mamin, pilit, arfata, de-a jomel, de șemo, ke, în deha, în talian, India ke MBH hante Laoshan Indian Vivi Vivi Vemo Hindi Stathari Ya Kengai Kunji Utsi Konzulung Dati Fu Iaka Inishuri Udi Delegation Discurrency Committees Jokin Insomnia Utkin Jomilia Dati Gatsu Aungalatin India Aosulung Hokin Dibotin Hakiya Dati Kim Jomilia Anishuri Dini Zai Dintin Insa Gleichinchen Wotekonosin Kim Jomil Udana Baisit Baisele Sie brachten auf ihrem gelungenen Ausflug zur Verbreitung dieser Blume auf viele Länder der Welt aktiv aufzutreten.